Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dela Kochstudio. Mein Name ist Dela, dies ist mein Kochstudio. Die wundervolle Assistentin bzw. der Jonas ist heute noch arbeiten. Deswegen bin ich alleine in meiner Küche. Aber ich habe gedacht, wenn der Mann dann heimkommt, hat er bestimmt Hunger. Und deswegen versuche ich heute mal eine Art Hähnchengeschnetzeltes zu basteln. Das ist ein Experiment, ich habe noch keine Ahnung, wie das wird. Es soll so ein bisschen eine Mischung werden aus Geschnetzelten und Frikassee. Also sehr klein geschnetzelt. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es wird. Ich habe jetzt hier liegen auf jeden Fall 300 Gramm Hähnchenschnitzel, unpaniert aus Filet. Es geht garantiert auch jedes andere Fleisch, aber ich mag gerne Hähnchenfilet, weil da ist halt nicht viel Böses dran. Dann habe ich Sojasauce, dann habe ich vegetarischen Sahneersatz, ich habe Lauchzwiebeln, ich habe richtige Zwiebel, ich habe Knoblauch und ich habe Austernpilze. Und damit versuchen wir jetzt Dinge zu machen. Wir fangen einmal an, indem wir die Zwiebel und den Knoblauch schälen und schneiden. Au. Oh, die wunderschöne Assistentin ist ja doch schon da. Hallo, wunderschöne Assistentin. Hallo. Hallo, Podcast. Aber du wolltest doch einkaufen gehen. Ich war einkaufen. So, das gleiche machen wir dann auch mit dem Hähnchen. Auch das schneiden wir kleine Stückchen. Schälen brauchen wir es natürlich nicht, weil das ist Hähnchen. Was machen wir mit der Hähnchenhaut? Was? Hallo. Hallo. Hähnchenhaut bleibt dran? Ja. Ist die nicht voll gut? Oder so? Kann sie ja voll knusprig lecker sein, aber in unserem Fall haben wir sie gar nicht an. Weil wir Filets haben. Ja. Was ich den Podcast-Menschen auch, glaube ich, schon erzählt habe. Ach so, okay. Dann sage ich weiter und sehe schon aus. Hast du denn Erfahrungen mit Hühnerfrikassee? Nein. Also nicht in der Zubereitung, nur in der Vergleichung. Also hast du auch keine richtige Ahnung, was der Unterschied zwischen einem Frikassee und einem... also meines Wissens nach ist der Unterschied zwischen einem Frikassee und einem Geschnetzelten die Größe der Schnetzel. Aber und ich glaube, ein Frikassee kommt halt gern noch Erbsen so rein und ich meine auch sowas Mehlschwitzenartiges. Ja, okay, das kann sein. So, wir haben unseren Kram jetzt klein geschnitten. Als nächstes machen wir jetzt dasselbe Spiel noch mit den Pilzen. Ich habe also jetzt quasi drei Schüsselchen. Ich habe ein Schüsselchen mit Hähnchen, ich habe ein Schüsselchen mit Zwiebel und Knoblauch und ich werde ein drittes Schüsselchen haben mit Pilzen. Und dann, nachdem ich diese Schüsselchen nachdem gebraten habe, mache ich noch ein Schüsselchen mit ein bisschen Lauchzwiebel. Gut. Fühlst du dich eigentlich diskriminiert, dass du immer die wundervolle Assistentin bist? Du kannst auch der Chefkoch sein, wenn du möchtest. Das ist schon okay. Okay. So, da die wundervolle Assistentin ja jetzt doch wieder aber schön zu Hause ist, hat sie den Auftrag bekommen, das Fleisch anzubraten. Hallo Jonas. Hallo. Du hast eine große Pfanne genommen und hast da Öl reingekippt. Ja. Gut. Wir nehmen ganz normale Sonnenblumenöl-Zeugs.
Wie immer. Genau, also das drin ist, was draufsteht, dann ja. Genau. Aus Platzgründen haben wir beschlossen, dass wir das Ganze in zwei Chargen machen. Wir machen also einmal das Fleisch separat, schütten das in eine Schüssel und machen dann separat Pilze, Zwiebeln und Knoblauch und Gedöns. Nein, wir machen das nicht aus Platz, sondern aus Timinggründen. Weil ich glaube. Und Timinggründen. Ja. Also ich hätte es auf jeden Fall in der kleinen Pfanne definitiv in zwei Chargen gemacht. Einfach weil ich keine Ahnung habe, wie sich diese Pilze verhalten im Vergleich zum Rest. Genau. Ich glaube, du kannst auch da schon gleich mit Pfeffer und Salz ein bisschen mit rangehen. So, wir haben uns umentschieden. Nach ungefähr, ich würde mal behaupten, 5 Minuten in der Pfanne. Haben wir jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch dazu geworfen? Eher 2 Minuten als 5. Eher 2 Minuten als 5, okay. Riechst du das? Mhm. So, besser. Bitte sehr. So, spätestens jetzt würde ich nämlich mit meiner Pfanne in Platzprobleme geraten. So, der Bratprozess schreitet voran. Also es ist jetzt alles in der Pfanne, Pilze, Zwiebeln, Knoblauch und Fleisch. Und ja, ich glaube so langsam, während das vor sich hin gebrutzelt hat, habe ich jetzt noch ein bisschen Lauchzwiebel und Petersilie klein geschnitten. Ja, das könnt ihr noch mengenmäßig so nach Gefühl machen. Gewürzt haben wir das Ganze bis jetzt nur mit Pfeffer und Salz. Und ein bisschen mit gekochter Brühe. Trotz, dass da Sojasauce reinkommt? Ja. Okay. Gut. Würdest du sagen, da kann jetzt die Sahne schon ran? Ein bisschen würde ich noch. Okay. Dass schon mal eine leichte Bräune hat von den Zwiebeln vor allem. Ja. Dann mit Sahne ablöffeln, aufgießen, ich weiß nicht genau. Genau. Sahne rein. Genau. Immer bei der vegetarischen oder veganen Ersatzsahne bedenken, die verhält sich meiner Meinung nach beim Kochen völlig anders als normale Sahne, weil die innerhalb von Sekunden sehr viel mehr andickt als normale Sahne. Was guckst du so skeptisch? Ich gucke nur, was ach so. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber gefühlsmäßig, also wenn ich normalerweise mit richtiger Sahne koche, muss ich meistens noch einen Löffel Frischkäse mit dazu tun, damit die andickt, richtig. Und bei der vegetarischen Sahne habe ich immer den Eindruck, die wird sofort sämig und fester, also nicht schlagfest, aber dicker. Ja. So, das kommt jetzt in die Soße. So, wir haben jetzt die Sahne da reingeworfen. Das Ganze blubbert jetzt ein bisschen vor sich hin. Und es kommt jetzt die Lauchzwiebel dazu. Die Petersilie noch nicht, die wollt ihr ganz am Schluss erst drin haben, weil die nicht sonderlich hitzebeständig ist. So, als Beilage für diese köstliche Speise haben wir uns jetzt entschieden, wir werden einerseits Reis machen und andererseits diese lustigen kleinen Blumenkohlschnitten, die wir da im letzten Kochstudio produziert haben. Also hört die letzte Kochstudio-Folge, damit ihr wisst, wie ihr die macht. Genau, ja, Reis machst du ganz normal in der Mikrowelle, in so einem lustigen Mikrowellenreisding hier, richtig? Weil ich zu faul bin, das auf dem Herd zu machen. Ja. Ja, ich glaube, ich kann das gar nicht auf dem Herd. Gut. So, wir haben die eingefrorenen Blumenkohl-Dingsies einfach nur ganz kurz aufgetaut. Richtig? Ja, ich habe sie eigentlich nur für ein paar Sekunden in die Mikrowelle getan, damit ich sie leicht auseinanderkriege. Genau. Willst du die nochmal anbraten oder willst du die in dem... Die würde ich in der Mikrowelle einfach ein bisschen... Ja, okay. Machen,
gut. Ansonsten, bei unserer Mikrowelle für zwei Mann Reis, wie viel Gramm Reis, wie viel Gramm Wasser? 150 Gramm Reis, 400 Milliliter. Wasser und einen halben Teelöffel Salz. Okay. Ich habe jetzt für den Reis auch nochmal ein ganz kleines bisschen Petersilie geschnitten. Die, denke ich, machen wir dann da so mit rein. Ich denke, das passt. Entweder in den Reis oder in die Soße. Aber mehr Grün schadet selten. Das ist... Ansonsten immer mal wieder das Hähnchen umrühren. Ich hatte jetzt gerade zwischendurch schon mal mit umgerührt. So. Ja. Konsistenz sieht das eigentlich auch gut aus. Also du magst das so dickig? Ja. Okay. Nicht? Ja, ich bin jetzt eher für dünne Soßen, aber es ist okay. Was würdest du sagen? Muss da noch ein Schluck Weißwein dran? Unbedingt. Haben wir welchen? Lass es aber erstmal die Sojasauce. Und wollte ich nämlich gerade sagen, beißt sich das mit der Sojasauce? Vielleicht. Und mit der Sojasauce wäre ich auch tatsächlich sehr zärtlich, weil die meiner Meinung nach in erster Linie ein bisschen Farbe geben soll. Aber ich glaube, noch ein Schluck kann daran. Ja. Und ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ich denke, das hat Potenzial, oder? Ich denke auch. Das riecht auch von nett. Also ich würde sagen, das reicht dann Sojasauce. Oder würdest du noch ein bisschen dunkler haben wollen? Nee, ich denke das. Erstaunlich pfeffrig. Ja, ich habe gepfeffert. Aber ja, es ist Die Frage ist jetzt trotzdem, muss da Weißwein ran oder nicht? Glaube ich. Okay. Nee, dann lassen wir es. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Also, und wie gesagt, die Pfeffrigkeit nimmt ja auch die Petersilie ein bisschen raus. Und der Reis. Und der Reis, richtig. Außerdem finde ich die sehr gut. Ja, aber so als Alternative für die Menschen, die nicht wie wir sind. Wissen ja gar nicht, wie viel Pfeffer ich angemacht habe. Ich habe 20 Mal mit der Nudel gedreht. Das bleicht schon mal extra. Ja. So, in der Zeit kann ich ja schon mal ein bisschen zusammenwuseln. Wo sind Sie angemessen? Küche ist soweit zusammengeräumt, dein Käse auch mit dem Kühlschrank, oder? Ja, sonst esse ich ihn noch auf. Wie lange soll der Reis in der Mikrowelle ungefähr sein? 15 Minuten. Weißt du, bei wie viel Watt? Also ich glaube, das ist mal unsere Mikrowelle entschieden, deswegen... Bei uns hier 100%, ich glaube normal sind 700 Watt angegeben. Generell, weil ich nicht sicher bin, ob ich es erwähnt habe, beim Schneiden wollt ihr darauf achten, dass Fleisch und Gemüsezeug jeweils ihr eigenes Brettchen haben, beziehungsweise eigentlich auch meiner Meinung nach ihr eigenes Messerchen. Wie stehst du dazu? Zu der Messerfrage, meine ich? Ich wisch meistens das Messer halt ab und schneide dann weiter. So, wir haben jetzt noch die Petersilie in die Soße geworfen und warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass der Reis fertig ist. Und dann tauen wir noch die Blumenkohl-Dingsies auf und dann sind wir fertig, richtig? Jo. Und wie gesagt, in den Reis würde ich auch einfach dann nur noch so ein bisschen eine Handvoll Dings reinschmeißen. Petersilie reinschmeißen. Und dann sind wir, glaube ich, zufrieden und glücklich, richtig? Jo. Alles klar. Wir hören uns dann zur Verkostung wieder. Bis dahin. So, es ist angerichtet. Ich bitte um eine erste Manöverkritik. Also wir haben jetzt quasi noch ein bisschen Petersilie in den Reis gleich mit reingemischt. Mhm. Und diese Blumenkohlschnitten aufgewärmt und das dann kombiniert. Ja. Also die Petersilie ist sehr dominant. Mhm. Und es ist nicht verkehrt. Ich würde den Blumenkohl in Kombination mit allem essen. Nicht nur nebenher. Mhm. Okay.
Wie stehst du zur Soße? Ziemlich gut. Leicht für den einen oder anderen ein bisschen zu salzig. Das liegt ja im eigenen Ermessen, wie sehr man das würzt. Mhm. Und es wäre, also ich hätte zum Beispiel die Brühe halt gar nicht, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Aber das kann man, denke ich, ausgleichen, je nachdem, wie viel Sojasauce man nimmt. Ich persönlich nehme dann halt lieber mehr Sojasauce, weil ich finde, dass die halt auch noch eine schöne Farbe gibt. Also salzig ist es, finde ich, für mich nicht zu sehr. Aber ich bin da auch kein Maßstab. Mhm. Mir ist es tatsächlich ein winziges Mühe zu pfeffrig. Ja, vielleicht habe ich ein paar Mal zu oft an der Mühle gedreht. Was ich allerdings sehr gut finde, ist, dass es wirklich so kleine Stückchen sind. Das gefällt mir wesentlich besser als beim richtigen. Mhm. Ja, geschnetzelten. Mhm, kann ich verstehen. Geht halt so sehr gut auf die Gabel. Mhm. Allerdings muss ich sagen, dafür, dass jetzt wirklich ein großer Teil davon Pilze ist, das Pilzaroma geht ein bisschen unter. Also die hätte es wahrscheinlich auch so als Sattmachbeilage gar nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Oder halt mit etwas weniger Pfeffer. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob die wegen des Pfeffers untergehen. Oder auch wegen der Petersilie. Ich meine, ja, Pilze und Petersilie muss zusammen. Das funktioniert anders nicht, aber okay, ihm läuft die Nase, also scheint es ihm zu schmecken. Mhm. Das könnte diesmal aber auch vom Pfeffer kommen. Ja, jetzt hatte ich gerade mal so ein Stück Pilz. Also, ich glaube, das brauchst nicht. Das wäre genauso gut ohne die Pilze super. Also, es macht die Sache nicht schlechter auf. Mhm. Kein Fall, aber. Es gibt halt Volumen. Ja, aber das Volumen hätten wir genauso erreicht, wenn ich statt der 300 Gramm 400 Gramm Hähnchen gemacht hätte. Ja, wenn wir dann mehr Fleisch gehabt hätten. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Dir vielen Dank fürs Mitkochen. Gerne, danke fürs Zuhören, mitmachen und nein, macht sie ja gar nicht. Egal. Bis später. Tschüss. Tschüss.